An dem folgenden Tutorial soll gewisse gehen, wie man als Schüler mit dem iPad am Teams schafft. Dafür gehen wir als erst an unseren Teams und dann melden wir uns da an mit unserem im@school.lu. Da geben wir uns Passwort an, weil das ist das für unser im-Passwort und dann sind wir auch schon bald dran. Kriegen wir noch ein paar Instruktionen, was denn alles kann machen am Teams. Ah, voilà, hier sind wir. Dann haben wir verschiedene Funktionen an dem Teams. An einer gesehen Aktivitäten, Chat, Teams, Aufgabe, Kalender, Urif und Dateien. Wir gehen uns mal heute Beiträge gucken und dann sehen wir, was alles so läuft am Teams. Als nächstes gucken wir uns Dateien. Du kannst den Provons Sachen zur Verfügung stellen, also Dateien zur Verfügung stellen. Hi, gut, mal ein PDF, den wir uns können angucken. Und das ist ein PDF hi, über Corona, also ein Info-Broschüre, wie mit Corona soll dem gehen. Da gucken wir uns Aufgaben an, die den Prof uns gehen hat. Da gehen wir an die Rubrik für die Kur, wo wir den Prof finden, das ist hi, Kühlsche. Und da sehen wir, hi, gut, meine Aufgabe, ein Froh, für nur um 3 Uhr das Date zu beantworten. Und hier sehen wir die Aufgabe, mir einen Artikel zu lesen, mir ein Video zu gucken, am Artikel und mir ein Quiz auszufüllen. Dann drücken wir auf den ersten Link und da kommen wir auf die Seite, wo ich das da machen kann. Und dann geben wir hier den Artikel durchlesen, wir geben ein gutes Video gucken. Wir machen das hier natürlich nicht im Detail, sonst gibt das ewig dauern. Mehr just für ein ganz kurz gucken, wie so ein Layout-Szenario kann ausgesehen. Und an einem nächsten Schritt probieren wir auch nach dem Quiz, den an einem zweiten Link drauf steht. Sie lassen zurück an unseren Teamscan und gucken wir den Quiz an, da sie fünf Fragen zu beantworten, was wir auch noch nicht machen. Wir gehen davon aus, dass wir uns Aufgabe gewissenhaft gemacht haben und wollen wir den Prof da durchgehen. Das ist ein wichtiger Schritt. Da gehen wir auf Arbeit hinzufügen. Und können wir auf unserem iPad, in OneDrive oder Sache vom Gerät oder auch eine Datei aus dem Teams draufsetzen und dann ganz rechts oben auf Abgeben klicken. Da sieht auch eine flotte Animation mit einem kleinen Flieger oder einer Rakete, die da fortgeht. Und der Prof kriegt eine Notifikation, dass das aufgegeben ist. Hier haben wir noch eine Funktion in einem Chat. An dem Chat können wir Personen ausschreiben, die an unserem Teams dran sind. Hier ist der Prof, den da direkt angeschrieben wird, an wo wir einen Froh stellen. Wir können aber eine Person an den Chat mit dran setzen. Das hängt ganz davon auf. Mit einem Ad kann ich immer Personen markieren, die direkt will ausschreiben. Dann haben wir nach einer Möglichkeit hier am Beiträge gesehen, da du kannst Sachen dran schreiben, ich kann auch Fotos dran setzen, ich kann Linken dran setzen, ich kann auch allmählich eine Fischchen dran setzen, auch einen Stream kann ich dran setzen oder einen YouTube-Link. Das weiß man noch nicht, das versteht sich am Anfang vom selben. Hier ist ein kurzes Nachricht für den Prof, der gesagt dann auch allmensch so an dem Teams, den an dem Teams mal dran ist. Da warten wir dann auf eine Antwort. Die können doch nochmal was prompt. Und da kriegen wir zurück mal gesagt, ja, voilà. Hier können wir auch hingehen an Dateien hier an Beiträge setzen, also eine neue Nachricht, das geht dann nicht ganz klasse. Dafür geben wir auf das kleine Symbol Anhang und dann ist es ein bisschen kompliziert oder kein problematisch sind, dass nicht die richtige Platz in der gewisse Gewinn, die wir finden. Hier haben wir die iCloud. Da sehe ich aber mein OneDrive nicht. Für das zu machen, wir sind 3 kleine Punkte, da muss ich draufklicken und da kann ich bearbeiten, Speicherorte bearbeiten machen. Machen wir das mal. Und da sehe ich, da kann ich in den OneDrive anklicken und da kriege ich den auch mal angewiesen. Hier kann man den dann dran setzen und je nach Böse mit der ganzen Klasse teilen. Machen wir das nicht, das war jetzt viel zu weise.
Wir können noch nach anderen Sachen einfügen, einen Stream oder so, wo wir gerade sind, aber das braucht man im Moment nicht. Das erklärt sich doch relativ vom selben. Die nächste Funktion, die ich wollte weisen, dass wir eine Besprechung beitreten. Leute, der Retter hat den Prof hat eine Besprechung gemacht und ist schon nur drauf geklickt. Und da kann ich da runter delhören. Da muss ich gucken, dass ich mein Mikro sehe, ummachen, so sei es chemisch. Oder ich kann auch das Video machen. Da hat ich noch nicht probiert. Dann machen wir das Mikro un und dann machen wir teilnehmen. An dem Moment kann ich dann heim mit meinem Prof dann direkt schwätzen oder einen Chat tun. Das geht auch mit Mail-Light. Ich bin dabei nach verschiedenen Funktionen. Ich kann zum Beispiel das Ganze abzeichnen. Ich kann auch einen Chat teilen, wo ich dann direkt kann Nachrichten schicken. Ja, heute probieren wir mal einfach morgen zu suchen. Da sieht man, da dann drin angewiesen. In dem noch Möglichkeit, an dem Chat auch mit denen zu kommunizieren. Auch geht das eben, wenn ich das mit, ich soll mal mit 5, 6 Teilnehmern möchte, oder auch mit 10. Da geht es natürlich ein bisschen kompliziert, für den Rest von der Weg gerade schwätzt. Also flott funktioniert zu 4 oder 5. So, kommen wir hier raus. Dann können wir an den Beiträgen, kann ich noch so Sachen machen wie liken oder Sachen speichern oder kopieren oder just den Link rauskopieren als einen bestimmten Chat haben wir just einfach geliked, um zu wissen, wie das funktioniert. Eine weitere wichtige Funktion ist, dass ich noch den Kalender kann benutzen, auch als Schüler, für zum Beispiel sich mit anderen Schülern zu treffen. Ich habe auf den Kalender geklickt und wollte ein neues Ereignis machen. Ich gebe den Titel. Nennen wir das einfach mal Meeting Group Exposé. Und da kann ich hier an einzelne Leute beisetzen. Hier gehe ich einfach nur so lang und dann kriege ich einen Löscht mit den Leuten, die auch hier am Group sind, also am Teams. Und der kann ich dabei setzen. Ich kann aber auch noch mal den Namen machen, wenn ich das nicht weiß. So, setzen wir kurz hin dabei, dann gehen wir auf Fertig und dann aus unserem Meeting an unserem Kalender dann zurückzufahren mit den Teilnehmern, die ich ausgewählt habe. Zunächst gehen wir innen auf Anrufe. Da können wir kurz gucken und Leute auswählen, für sie direkt anzurufen. Per Videocall oder wie auch immer. Dateien haben wir auch noch. Da können wir Sachen dran setzen für uns persönlich oder für die Gruppe. Ganz zum Schluss wollen Sie sich noch für Notifikationen kann ausstellen. Das fand ihr an Einstellungen. Links an Heikenderlohigoen an Benachrichtigungen drücken. An der Gesichter, da könnt ihr individuell aufpassen, wat, bei was für Sachen ihr ein iPad kann mitnehmen möchte. Und ihr könnt jetzt auch Notifikationen für bestimmte Kanäle ausmachen, wenn ihr das wollt. Falls das nicht funktioniert, das kann schon mal praktisch sein, gibt es an Erstellungen bei Mitteilungen. Und da sieht da euer Programm aus. Wenn ihr ein Fond tut, dann klickt da drauf und da seht ihr, dass ihr Mitteilungen erlauben oder ausschalten. Wenn das nicht durchgeschaltet ist, dann geht das nicht. Das war doch schon, ich so, merci.